Da gesagt, heute erzähle ich euch was über Traktoren. Hä? Und Papa, du bist doch Stadtkind. Ja, ja, lass mich doch. Also, Traktoren haben 4 Räder, haben ein Lenkrad, können vorwärts und rückwärts fahren. Dann kann man vorne und manchmal auch hinten diverse Ackerbearbeitungsgeräte ranbauen, um zum Beispiel Unkraut zu jäten oder auch den Acker zu haken. Ja, das alles weiß ich über Traktoren. Und, wie findet ihr das? Immer noch Stadtkind. Weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Tassas bin, ich grüße euch. Wir machen heute einen Traktor und zwar den Schlüter Eurotrek 1900. Und dieses Set passt sehr gut zu meinem vorherigen Video. Warum? Lasst mich kurz erklären. Ich hatte ja über Mold King gesprochen und warum ich finde, dass Mold King nicht ganz so okay ist, wie wir bzw. ich das auch manchmal gefunden haben oder auch immer noch finde. Und dann hatte ich ja so grob in 4 Punkte unterteilt, an denen ich gesagt habe, wo man sieht, dass Mold King sich nicht ganz so PC verhält. Und unter anderem gab es da auch den Punkt Designer-Mocker und Lizenzen. Das waren die trendige Punkte. Aber einige haben sie dann zusammengeführt und stellten auch die Frage, die ganzen Leute, die auf Rubrickable, also die ganzen Leute, nennen wir sie die Mocker, ihre Designs dort hochladen, die Anleitungsverkauf anbieten, ob die überhaupt Lizenzen haben. Naja, auf der einen Seite brauchst du keine Lizenz, wenn du zum Beispiel ein Auto, einen Golf baust oder ein Set entwickelst, entwirfst, was so ähnlich aussieht. Ne? Wenn du dein VW raufschreibst oder Golf, dann sieht es wieder anders aus. Und auch eine sehr, sehr, na nicht sehr häufig, aber du 2 oder 3 Mal wurde in den Kommentaren auch gesagt, die ganzen Mocker, die bezahlen ja auch gar keine Lizenzen, die sind auch ganz schlimm. Was immer noch nicht rechtfertigt, dass Mold King ihre Designs klaut. Aber es gibt Mocker, die besorgen sich Lizenzen. Wie zum Beispiel der De Bricbois. René, bürgerlicher Name. Sein Künstlername, Designername ist De Bricbois. Entsprechende Verlinkung zu René bzw. De Bricbois findet ihr unten in der Videobeschreibung. Guckt gerne mal rauf. Der Mann, ich glaube, der hat mehr Traktoren schon gemockt, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Unter anderem den hier. Und da hat er eine offizielle Schlüter-Lizenz. Natürlich muss man sagen, jetzt hat der René bzw. De Bricbois, sage ich eigentlich René oder De Bricbois? Nee, ich sage De Bricbois. Das klingt internationaler. Ist ja auch sein Name, unter dem er seine Sets, Designs anbietet und vertreibt. Der hat sich die Lizenz jetzt nicht besorgt, weil er einfach ein reicher, geiler Typ ist und denkt, ey, ich werde jetzt mal ein Ding entwickeln und werde ein bisschen Flex mehr Lizenz. Der hatte natürlich vor, das hier daraus zu machen. Ein Set, was man kaufen kann, womit man Geld verdienen kann. Und man verdient einfach besser Geld, wenn man Schlüter raufschreiben darf. Er hatte schon mal, also ich habe schon mal einen gebaut hier, den, das ist der Schlüter 1500, super 1500. Erste Sahne. Großartig, ja. Verlinke ich euch oben, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ja, was ich jetzt nicht in Ordnung finde. Also falls ihr auch nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne. Dann könnt ihr mit mich begleiten auf meine wilde Reise durch die Klemmbausteine. Mit all seinen Irrungen und Wirrungen. Großartige Set. Und dann hat der René, das habe ich bezahlt, das hat er mir geschenkt. Das muss ich sagen, also ich bin hier nicht ganz objektiv. Bin ich aber meistens bei René sowieso nicht, weil ich finde eigentlich alle seine Sets ziemlich, seine Entwürfe ziemlich geil und wie er das so macht und umsetzt und auch hier einfach das Mindset hat, diese Dinge zu entwerfen, Schlüter aufzuschreiben und zusammen mit Munich Bricks, da kann man das kaufen. Auch den Link findet ihr alle in der Videobeschreibung. Das ist ein Link, von dem habe ich gar nicht. Also, nee, eigentlich nicht. Also, doch, ich habe ja das geschenkt bekommen. Also, es ist doch so eine Art Win-Win-Situation. Aber ich muss auch wieder dazu sagen, dass ihr den gerade nicht kaufen könnt. Der kostet normale, glaube ich, 34,95. Bei 354 Teilen sind wir bei knapp unter 10 Cent pro Teil. Das ist nicht günstig, aber das ist es wahrscheinlich wert. Soweit würde ich mich mal aus dem Fenster legen. Hier, limitiert, erste Auflage limitiert auf 500 Stück. Ich tippe mal, da werden welche nachkommen. Auch der ist ausverkauft, der war sehr schnell ausverkauft. Der hier war ausverkauft. Aber wenn ihr auf den Link geht, werdet ihr noch verschiedenste andere Traktorenmodelle und Traktorenzubehör finden zur Marke Schlüter. Und wie ich jetzt gesehen habe, ist auch in der Vorbereitung ein Traktor von Hanomag. Ich glaube, es war Hanomag. Ja, werde ich jetzt zusammenbauen. Maßstab 1:32. Die Anleitung kann man sich über QR-Code runterladen. War bei dem genauso. Ging ohne Probleme. PDF-Anleitung rein, zoomen, finde ich super. Bin ich ein großer Freund von. Ich verstehe auch die Leute, die gerne Papier in der Hand haben. So Haptik ist einfach was Tolleres, aber umwelttechnisch und auch wahrscheinlich kostentechnisch ist das eine tolle Sache. Und ich mag es, rein zu zoomen, wenn ich manchmal, ne,
Meine Augen sind nicht mehr die besten. So, sonst noch was zu wissen. Der wurde von 91 bis 95 gebaut. Zylinder 6 Stück bis 200 PS. Passt auf. Ich halte euch hier nochmal kurz rein, wenn ihr euch jetzt Daten und Text interessiert. Die Firma Schlüter gibt es nicht mehr. Die sind Konkurs gegangen. Ne? Aber ich glaube, auf der Welt fahren noch einige Schlüter rum, auch in Osteuropa. Ja, mal sehen, was vom De Bricbourg noch so kommt. Der Mann ist ja viel beschäftigt. Der designt ja auch für Kiddycraft Sets. Also diesen ersten Schwung, der rausgekommen ist, hier Bauernhöfe. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt auch bei den beim zweiten Schwung mit dabei ist. Thorsten macht ja jetzt so Ork-Ritter-Sets. Sehr interessant, finde ich sehr interessant. Mal gucken, was da rauskommt, wie die aussehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Minifiguren, die Kiddycraft-Figuren, in solchen Setting aussehen. Ne? Ich kann mir die immer schwer vorstellen, außerhalb von niedlich, knuddelig und Spielsets. So, gucken wir mal. Ich denke, hier ist wirklich rappevoll. Ne? Da wird nicht geblufft. Ne? Da wird einfach reingepackt und der Raum ausgefüllt. 1, 2, 3, 4, 5 Tüten und noch ein. Hier. So sieht es aus. Munich Bricks. Hier ist auch die Ruine, die habe ich schon gebaut vom De Bricbourg. Großartige Modell. Ich habe die Seegans gebaut, ich habe zwei Traktoren gebaut und einen verrosteten Bulli. Den fand ich besonders, den fand ich die Idee ziemlich cool. Achso, die Rückseite nochmal hier, viel Spaß beim Bauen. Wie gesagt, unten sind die Links, könnt ihr zu Munich Bricks, könnt ihr raufgehen, könnt ihr gucken. Ich schau mal, hier steht eine 4 drauf, hier steht eine 5 drauf, aber ich glaube nicht, dass es hier Bauabschnitte gibt. 354 Teile ist kein Problem. Ist übrigens alles, Moment, steht es hier irgendwo? Ein Bauset, bla bla, ein Bauset, bla bla. Diese und weitere Modelle findet ihr auf. Ja, Schlüter lizenziert. Nee, steht ja nicht drauf. Aber ich weiß, dass jetzt hier eine, dass diese Nummernschilder hier und die Plakette, wo drauf steht, dass es ein Schlüter ist, das sind Drucke. Also Pad Printed, no Stickers. No Stickers, wie wir bei uns im Osten sagen. Ja, ich baue den jetzt zusammen. Ich mache keinen Zwischenschritt. Und wenn der fertig ist, stellen wir den zusammen. Ey, dann habe ich schon zwei Traktoren in der Vitrine. Man könnte denken, ich habe Ahnung von Traktoren. Bis gleich. Das ist der Schlüter Eurotrek 1900. Er ist fertig. Stunde habe ich gebraucht vielleicht. Ich bin mir ganz schlecht. Ich nehme mir immer vor, rauszukriegen, wie lange ich gebaut habe. Dann bin ich fertig und können die dir nicht sagen, ob ich eine Stunde oder zwei Stunden dran gesessen habe. Deswegen sage ich jetzt einfach mal eine Stunde. Ja, Teile waren alle da. Auch in einer guten bis sehr guten Qualität. Ein bisschen Krimskrams übrig bleiben. 4, 5 Teile. Auch 2x3 weiße Fliesen, die in der Teilliste nicht vorkommen. Keine Ahnung, warum die damit drin sind. Jetzt sind sie halt da. Anleitung ist gut. Die ist gut. Es gibt auch ein paar Bauschritte. Da wird dir vorgegeben, du brauchst 6 Teile. Und dann sind die aber schon verbaut. Und du musst vorher noch die zusammenstecken und dann erst anbauen. Und das finde ich gut. Das ist ein bisschen, ne, die Anleitung fordert einen. Das trägt noch ein bisschen bei mir jedenfalls zum Bauspaß dabei. Es gibt eine Sache hier oben am Dach. Und zwar hier vorne. Die ist in der Anleitung ja, falsch, unlogisch oder einfach falsch angedacht. Jetzt halte ich mal ein Stück näher an hier vorne. Hier ist ja eine Scheibe drin. Hier oben ist eine Fliese und eine Plate. Und darunter sind so Lampen und ein bisschen Teile angebaut. Und in der Anleitung sieht es so aus, als würden die einfach nur auf dieser Glasscheibe oben drauf liegen. Aber da keine Noppen sind, funktioniert das nicht. Das heißt, ihr müsst diese Teile, die hier vorne rankommen und dann hier hinten kommt auch noch dieses Nummernschildteil ran, das müsst ihr unten an dieser, was ist das hier, 6x6 Plate befestigen und dann festmachen. Das ist in der Anleitung falsch dargestellt, das ist aber kein Problem. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten kann er zurückrollen, er kann vorrollen. Er hat hier vorne eine Pendelachse. Wenn ich mich recht entsinne, hat De Bricbourg erzählt, dass er eine Weile gebraucht hat, also auch ein bisschen Hirnschmalz, um die bautechnische Lösung hierfür herbeizuführen. Wie wir sehen, er hat es geschafft. So, dann könnt ihr diese Fahrerkabine hier abklappen und könnt hier vorne dieses Teil, sage ich jetzt einmal erstmal ins Banal nach vorne und hinten schieben. Wenn ich mich recht entsinne, ist es dafür als Gegengewicht, beziehungsweise man das Gewicht weiter nach außen verlagert, wenn man hier hinten irgendwas dran macht, damit ihr da nicht umkippt. Falls ich jetzt falsch liege, korrigiert mich gerne, aber ich glaube, mir wurde es so erzählt.
So, Fahrerkabine wieder nach vorne geklappt. Es müsste natürlich aufpassen, wenn ihr den Traktor immer in der Fahrerkabine hochheben wollt. Das funktioniert nicht ganz. Am besten hier hinten. Ja, der ist schick, ne? Gefällt mir, gefällt mir. So, hier ist der. Hier ist der. Sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Wie gesagt, der Preis ist nicht günstig, aber für mich ist Preis nicht entscheidend oder ausschlaggebend, ob mir ein Set Spaß macht, gefällt oder ich es toll finde. Ne? Wie gesagt, Preis ist eine Sache, die ich in 99,9% der Fälle vorher weiß und damit wäre das unfair in die Bewertung, also in die für mich abschließende Bewertung einzuführen. Ich weise gern darauf hin, mit den 34,95 er ist nicht günstig, aber ihr bekommt dafür ein Made in Germany gemachtes Teil mit Lizenz. Ja. Bei Mold King würde jetzt hier No Schluzas stehen oder so, ne? Irgendwie was anderes, ihr wisst schon. Top, ne? Teilequalität ist gut, Drucke. Karton, der auch, bei dem man sich ein bisschen Grips einfallen lassen, ne, nicht Grips, bei dem man auch mal ein bisschen gearbeitet hat, mal ein bisschen mitgedacht hat, was draufgeschrieben hat. Ich hab's heute mit dem Wort Grips. Ich hatte schon mal einen Take, da war auch sehr oft das Wort Grips dabei. Vielleicht sollte ich mir mal eine Tüte Grips kaufen, um das hier besser hinzukriegen. Unibricks, ja. Ich weiß nicht, also hier steht auf jeden Fall, warte mal, Moment, hier steht ja Sondermodell, erste Auflage limitiert auf 500 Stück. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch eine zweite Auflage kommt und die ist dann vielleicht auf 610 Stück limitiert. Also vielleicht kommen die nochmal, ich weiß es nicht, René, wenn du das Video hier siehst, schreib da mal runter, ob da verplant ist oder du dich, oder Munichbricks euch jetzt mal auf die Nachfolgemodelle wie Hanomag und den diesen Riesenschlüter konzentriert. Er ist so ein Schlüter, der ist noch größer, hat hier Doppelbereifung. Ich glaube, diesen Schlüter gab es nie, der war mal geplant. Also es war so eine Art, was wäre, wenn Schlüter gewesen. Sieht aber auch sehr wild aus. Wie gesagt, ist unten verlinkt, könnt ihr reinschauen. Wie gesagt, da gibt es noch viele andere Traktorenmodelle, Traktorenmodelle? Traktorse-Modelle. Ich habe jetzt zwei, dass ich mal zwei Klemmbaustein-Traktoren haben würde, hätte ich auch nicht gedacht. Freut mich. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Ich hatte eine Menge Bauspaß, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist wirklich ein sehr gutes Modell, wie ich finde. So, das soll es gewesen sein. Am Sonntag, wenn ich es schaffe, mache ich ein Video. Ich weiß noch nicht was. Oh, wartet mal ganz kurz. Ah, Infos zum Bauspaß steht hier. Ohne Kleber oder Werkzeug. Stimmt. Bauzeit ca. 30 Minuten. Da habe ich wahrscheinlich gebummelt. Und die Maße halt noch von dem Ding. 18,9, 9,1 und 11,7. Wird schon stimmen. Ne? Ist ja von Profis entwickelt und von Profis abgemessen. An der Stelle macht's gut.